In unserem Forschungsprojekt ist es darum gegangen, wie Gewerkschaften mit ökologischen Fragen umgehen, also zum Beispiel mit dem Klimawandel, weil wir da ja das alte Problem haben, dass es immer so ein bisschen heißt, das ist ein Widerspruch, Arbeit, Natur, auf der einen Seite Arbeitsplätze, auf der anderen Seite Umweltschutz. Und wir haben uns in unserem Projekt einfach näher angeschaut, wie das denn genau ist. Ein zentraler Schluss ist, dass eben die Dynamik, die durch den Wandelprozess entsteht und diskutiert wird, nicht nur aus einer technologischen oder aus einer Marktebene diskutiert werden sollte, sondern die soziale Frage im Zentrum mitbehandelt werden muss, damit es gelingen kann im Sinne der Arbeitnehmerinnenvertretung. Und da engagieren sich sowohl Gewerkschaften als auch die gesetzlichen Arbeitnehmerinnenvertretungen schon ein Stück, trotz der ganzen Widersprüche, die existieren, in diese Richtung, den Wandelprozess hin zu einer ökologischen Wirtschaft sozial gerecht zu gestalten. In Zukunft geht es hoffentlich in eine sozial gerechte und ökologische Zukunft, die alle Beschäftigten und alle Bürgerinnen und Bürger des Landes auch mitnimmt auf dem Weg und auch die soziale Dimension, die Verteilungsfrage mitbedenkt.